Das ist der Werkspilot von der Firma, die die SIM jetzt macht. Und das ist ein Gerät, das sich dafür sehr gut eignet. Es ist so viel, wird das nicht ausgesetzt, man kann sie also ständig beobachten und es wird nicht so heiß. Und es ist eine ganz kleine Idee, schneller als die Albatros. Aber daher hat die Firma, Yeah, the plane is the Kangaroo from Fiber Classic in Germany, and the engine is SimJet from Denmark, and the pilot, he is a factory pilot. He's flying at all the shows to present the SimJet, and the engine delivers 11.5 kilos of thrust, and the idle speed is 30,000 RPMs, and full throttle, you're running on 120,000 RPMs. And fuel consumption is around 340 milliliters a minute at full throttle. Der Kanal 65 muss sofort hier zurück. Der Kanal 65 wird hier gebraucht. Ganz furchtbar. So, jetzt ist es so, dass dieses Flugzeug ja das Einziehfahrwerk eingefahren hat. Man kann also ganz tief damit über den Boden fliegen und das Werkteam wird jetzt versuchen, ganz tief über die Boden zu fliegen mit der Maschine. Und wenn sie da hinten anfangen zu fliegen und richtig ausholen, dann wird diese Maschine eine Geschwindigkeit haben von 450 Stundenkilometer. Ja! Keine 10 Zentimeter mehr Boden, das war 10 Meter, aber toll! Dafür umso höher, aber nicht in die Wolken, wie du gesagt. Einmal ist das Ding dann nicht mehr zu sehen und zum Zweiten. Das war sein Rückenflug, da sitzt der Pilot mit dem Kopf da unten im Flugzeug. Ja, also erstmal ist es so, dass wir erwarten, dass der Wolfgang jetzt das Lautrot kommt. Nur hat er eben angerufen, dass die Wolkendecke so tief ist und er sitzt ja noch in Berlin mit seiner Maschine, wollte hierher gestiegen und dann im Schäferhaus am Anschluss landen. Der Tower ist natürlich gestattet. Die Sichtverhältnisse sind in Berlin so schlecht, dass er noch nicht wegkommt und er wird das erstmal aufschieben müssen. Also möglicherweise müssen wir eine halbe Stunde länger warten. Er kann also noch nicht wegfliegen, weil er verboten hat, ihn dort abzufliegen. Aber er macht wie wir wissen, Himmel und Hölle durch seine Bewegung, damit er hierher kommt. Nur weil die Wolken jetzt ein bisschen höher werden, dann fahren. Ja, das Verkleidung mit sich ist ja auch angekündigt, dass er nicht mehr zum Rettung damit kommt, aber im Moment ist es ganz geschützt geworden. Aber trotzdem muss er eine Stufe anfangen und vielleicht noch mehr rein. So, nun die Doppeldecke, Herr Raff oder Westhof, Herr Schimke, Herr Weißbrot, Herr Berlinski, Herr Reinhold, Herr Mohr und Herr Stürmann. Ich will jetzt eure Sender abholen und dann machen wir mit Doppeldecke weiter. Ja, die Maschine ist jetzt auf den Rädern auf. Der ist nicht in den Grab. Wunderbar. Alles klar, Vorführung.